Ja, ihr Lieben, da sind wir zurück auf dem Froschfelsen mit unserem geheimnisvollen Froschpulver. Ja, Fußball, wir sind 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Hoffen wir das Beste für das zweite, für die zweite Hälfte. Aber hier hoffen wir jetzt erstmal das, was passiert. Und ich bin gespannt. Nun? Abwarten. Hier wird es aber schnell dunkel. Ich glaube nicht, dass dies eine natürliche Ursache hat, Max. Vielmehr glaube ich, dass wir Zeugen irgendeines himmlischen Ereignisses sind. Glaubst du, dadurch wird der Felsen einem Frosch ähnlicher? Bedeutet etwas, Sam. Ja, go to Bumswill. Das war wohl eben Maulveotanisch. Ich weiß es nicht. Egal, fahren wir hin. Nun, dies ist Conroys Welt. Wenn ich jemals so reich und berühmt werde, möchte ich, dass du mich erschießt, Sam. Es wird mir eine Freude sein. Ja, da steht auch der Bus, wovon vorhin, glaube ich, mal die Rede war. Hier links haben wir einen Brunnen. Tja, und was machen wir mit einem solchen Brunnen? Natürlich, man schmeißt etwas Geld hinein. Ich wünschte, dieses Spiel wäre schon zu Ende. Stopp! Komm zurück! Dieser Brunnen nimmt wohl alles sehr wörtlich. Egal. Gehen wir hinein und schauen, was uns dort erwartet. Natürlich ein riesengroßes Porträt. Mensch, hey Max, sieh dir das mal an. Es ist betitelt mit Ich, ich selbst und wieder ich. Oh. Hey, du hast lesen gelernt. Naja, auf jeden Fall, wir müssen hier erstmal nach rechts. Genau, das ist das Schlafzimmer. Wow, es ist das Monster Truck Wochenende. Wie immer sonntags. Sonntags! Sonntags. Okay, ich habe mich jetzt von dem Schock erholt. Ich nicht, aber ich bin sicher, dass meine kindliche Naivität das überstehen wird. Ja, im Schlafzimmer von Conroy Bump ist angekommen. Da haben wir es erstmal hier hinten, das Toupet von ihm. Gehen wir mal hier hoch in sein Bett. Natürlich automatische Rolltreppe. Da haben wir dann zum einen ein wunderschönes, flauschiges Kissen. Ja, und hier links diese Bücher, die sind sehr auffällig. Oder eins davon. Es sieht wie das offizielle Makro-Hard-Reinigungsroboter-Handbuch aus. Wenn ich nur ansatzweise dazu geneigt wäre, mich ein wenig zu strecken, dann könnte ich es vielleicht erwischen. Aber ich bin sicher, dass ich auch auf bequemere Weise ans Ziel kommen werde. Genau, versuchen wir. Ich möchte mich nicht überdehnen. Genau, also, natürlich. Hat uns ja schon mal geholfen. Was machst du da? Lehn dich zurück und lass dich faszinieren. Achtung! Hoppla! Da ist wohl etwas runtergefallen. Hups. Genau. Erstmal umblättern. Erstmal durchlesen. 15 Stunden später. Alles gefunden, was du wissen wolltest? Ich hoffe. Ich habe mich in dem Kapitel Fehlerbeseitigungen nicht mehr konzentrieren können. Ja, gut. Nehmen wir das zu uns. Ja, und jetzt nehmen wir noch das Toupet mit. Was im Namen Jethro Klimpett geht hier vor? Ach ja. Hey! Das tut weh! Lass mich los! Na, stimmt, da war ja was. Und bleib draußen! Ich glaube, das war nicht gerade der beste Versuch, das Toupet zu erlangen, Sam. Na, wohl wahr. Wir haben es nämlich auch nicht. So ein Mist. Ach, kacke. Gut, machen wir erstmal den Rest. Und zwar.
Ich hoffe, uns begegnet jetzt hier irgendwo der Roboter. Da ist er, ja. Jetzt, wo ich den dicken Wälzer Intus habe, kann ich mit dem Roboter machen, was ich will. Ich bin beeindruckt. Das war noch gar nichts. Schau dir das an. Helft mir, Sam und Max. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Dass du immer nur Flausen im Kopf hast. Entschuldigung. Das hier könnte nützlicher sein. Eine kleine Star Wars Einlage war das gerade. Ja genau, hier haben wir jetzt zwei Räume, zu denen er keinen Zutritt hat. Und zwar hier war hier hinten das Schlafzimmer, hier hinten in dem Raum, da sitzt, ja, Bamfes Haudegen da, sein Bodyguard. Ja, und hier hinten links, das ist der Raum, der jetzt hier gerade links neben uns war, da befindet sich, ja, Bruno und Trixie drin. Denn sie werden hier gefangen gehalten. Die Räume werden wir jetzt auch aktivieren, das heißt, dass der kleine Wurm hier auch dahin fährt. Sieht nicht so aus, als ob der süße kleine Roboter seinen neuen Anweisungen folgen möchte, Sam. Ich werde ihm eine süße kleine Chance geben. Eine süße kleine Chance. Da geht er hin. Ich platze fast vor Neugier. Ich wusste doch, dass ich etwas gerochen habe. Genau. Hier, da. Was zum... Wie pavlovianisch. Das musst du gerade sagen. Ja, jetzt, wo er nämlich dort links mit dem Roboter beschäftigt ist, können wir schnell in seinen Raum spurten. Dort hinten nämlich. Und hier diesen Helm aufsetzen. Zip. Und ein wenig spielen. Genau. In einer virtuellen Welt. Das ist Virtual Reality. Ich glaube, mir wird schlecht. Genau. Dazu nehmen wir erstmal das Schwert. Oder Sam. was jetzt bei Sam passiert, das möchte ich nicht wissen. Genau. Da kommt ein Drache, den wir aber zack, 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 zack. Mit Hilfe von Sam kaputt machen. Kleine Kinder, bitte weggucken. Okay. Nicht jugendfrei. Und? Ich bin jetzt der Schlüsselmeister. Hast du zufällig auch einen Zahn gefunden? Ich weiß zwar nicht, was ihr Wichte vorhabt, aber ich will, dass ihr verschwindet. Sofort! Genau. Mein Hirn ist so groß wie eine Walnuss. Ja, mit dem Schlüssel können wir jetzt hier hinten links zu Bruno und Trixie. Nein, du sollst da hinten rein. Zack. Solange wir nicht über diese, über diesen Lichtstrahl... Ich hasse Varieté-Vorstellungen. I remember my childhood in Brighton, when dear old dad would bounce me on his knee. He'd say, son, there ain't nothing as exciting as exposing beasts to inhumanity. That's why I'm... happy to be king of the creatures. I'm proud to be the lord of the odds. I love collecting things with grotesque features. It makes me feel like some Chaldean god. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear when I was free. And now with this Bigfoot and giraffe neck freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! Western Star.
Danke, danke. Oh wei, oh wei. Hier gehört, Conroy Bumpus hat das Gebäude verlassen. Jo. So, ihr Lieben, das war's. Die 10 Minuten sind rum. Wir sehen uns im nächsten Teil. NRW 18. Adieu.